Hey Leute und herzlich willkommen zum ersten Mal letzten Dr. Pepper Test hier zum Abend auf dem Kanal. Wir schauen uns heute den Dr. Pepper Cherry an. Nachdem wir die ganzen anderen durch haben, ich weiß nicht, ob es noch mehr auf dem Markt gibt, wenn, dann schauen wir uns die natürlich auch an. Aber jetzt erstmal den Dr. Pepper Cherry. Alles in so einem dunkelblauen Ton gehalten, sehr dunkel, so tiefseeblau, also so richtig so ein dunkles graublau. Ihr wisst, was ich meine, ihr seht es ja. Ist soweit auf jeden Fall eine schöne Farbe, finde ich. Hätte man noch ein bisschen was anderes wählen können. Aber es ist ein cooler Kontrast so zu diesem Cherry-Ding mit dem Cherry-Blatt hier. Cherry haben wir draufstehen und den Dr. Pepper-Schriftzug, wie wir ihn kennen. Ja, soweit designtechnisch nice. Wir haben wieder 330 Milliliter drin. Es wurde hergestellt in Lizenz der Dr. Pepper 7-Up Incorporation von Cap Drinks, von der Cap Drinks GmbH in Kreuztal. Auch hier zum vierten Mal. Schöne Grüße an alle aus Kreuztal natürlich. Wir haben eine Aluflasche, Cherry, ja, ich bin mal gespannt, was uns hier, erwartet. Ich habe immer noch dieses Aufstoß, manchmal nervt mich, aber es wird, eine Woche ist es mal ein bisschen besser, die andere Woche wird es dann wieder schlechter, ist ein bisschen komisch, aber alles an meiner Krankheit ist irgendwie komisch. Wer von einem Insekt gestochen wurde und monatelang komische Symptome hat, meldet euch gern. Leute, so. Kommen wir zu den Nährwertangaben hier, 100 Milliliter. Wir haben einen Energiewert von 120 Kilojoule bzw. 28 Kilokalorien. Fett haben wir 0 Gramm, davon gesättigte Fettsäuren haben wir 0 Gramm. Die lasse ich wieder weg, Fett und Eiweiß eben. Kohlenhydrate haben wir 6,8 Gramm, davon Zucker 6,8 Gramm. Wie bei dem Vanilla Float. Wenn jetzt hier wieder Zucker und Süßungsmittel drin sind, dann flippe ich aus. Salz haben wir 0,01 Gramm, Entschuldigung. Ja, passt bei Nährwertangaben, passen außer der Zucker, wenn keine Süßungsmittel drin sind. So, dann kommen wir zu den Zutaten. Wir haben ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Zucker, Süßungsmitteln und Kirschgeschmack. Heißt Kirschgeschmack jetzt natürliches Kirscharoma? Nee, stimmt, muss es nicht heißen. Aber Zucker und Süßungsmittel. Aha, zum Kotzen. Naja, Zutaten. Als Hauptzutat Wasser. Dann haben wir Zucker. Schade. Dann haben wir Kohlensäure. Naja, dann haben wir Farbstoffe E150D, der Cola-Farbstoff, wie ich ihn immer so schön nenne, und Anthocyane. Und Anthocyane sind was sehr Geiles. Sind Farbstoffe wie zum Beispiel aus der Heidelbeere, wie wir sie kennen. Ich bin jetzt gespannt. Es müsste gleich so einen sehr leicht dunkelrötlichen, dunkelbläulichen Ton haben. Anthocyane an sich was Nices. Hier ist halt die Frage, künstlich oder nicht künstlich. Naja, dann haben wir künstliche Aromen. Schade. Säuerungsmittel haben wir Zitronensäure, Phosphorsäure und Äpfelsäure. Als Aroma haben wir Koffein und Süßungsmittel Acesulfam K und Sucralose. Wobei wir hier noch eine Säure mehr haben. Gibt es hier, weil ich dem anderen eigentlich auch eine 5 Plus gegeben hätte oder geben hätte sollen, der Vanilla Float hatte nur Zucker und keine Süßungsmittel, hier mit Zucker und Süßungsmittel. Nee, dann gebe ich hier eine 5 Plus. Also wollte ich einen originalen Dr. Pepper eigentlich auch geben, aber als Gesundheitsnote eine 5 Plus, auf jeden Fall keine Gesundheitsempfehlung, aber ich bin wie immer sehr auf den Geschmack gespannt. Dann machen wir das Ganze auf. Und es riecht wie Dr. Pepper mit, glaube ich, Cherry. Also jetzt zuerst den Druck. Schauen wir mal. Au, die Anthocyane. Ja, die erklären sich jetzt. Also man sieht es nicht. Es schaut aus wie alle anderen. Aber es hat tatsächlich so einen leicht dunkelrötlichen, bläulichen Ton noch mit. Also es schaut schon ein bisschen anders aus als die anderen Dr. Peppers. Aber es riecht wie Dr. Pepper mit so einem künstlichen Kirschgeschmack. Ja, ähnlich beim Vanille. Man kann es nicht genau zuordnen, aber man könnte es so unter Kirsche verstehen. Also aufholen. Gut, aber ja. Es schmeckt halt, alle Dr. Peppers haben so einen gleichen Basisgeschmack. Es ist jetzt nichts so halt Weltbewegendes. Also soll es auch gar nicht sein, aber ich gebe hier mal das erstmal eine 2 Plus fürs Dr. Pepper. Also entweder habe ich mich jetzt schon satt getrunken nach der vierten Dose, aber ich weiß nicht, wo das Vanille mich schon wenigstens so was Smoothes dabei hat. Das hat so was leicht Kirsch anhauchendes dabei, aber es ist nicht wirklich jetzt so ein Bam Kirsche. So, wisst ihr, wie ich meine? Deshalb, ja, ich bleibe bei einer 2 Plus. Es schmeckt trotzdem gut, aber es haut mich jetzt nicht so komplett aus den Socken, sagen wir es so, Leute. Das war's mit dem Dr. Pepper Cherry. Am Ende keine Gesundheitsempfehlung. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den findet. Generell, wie ihr auch alle Dr. Peppers findet.
Jetzt muss ich sagen, nach der vierten Dose, also jetzt, wo ich über die 2 Tage jetzt getestet habe, muss ich sagen, finde ich Cola tatsächlich irgendwie wieder doch besser. Aber ich bestimmt, wenn ich 4 Colas trinke, verschiedene, dann sage ich wieder Pepsi, Dr. Pepper ist besser. Pepsi ist auch gut, Afri-Cola ist auch gut. Schauen wir uns auf jeden Fall alles noch an. Leute, immer happy bleiben, niemals aufgeben und wir sehen uns morgen Mittag wieder. Ich wünsche euch was und bis dann. Ciao, ciao.